Special Effect. So, guten Morgen. Schön, dass ich wieder da sein darf. Die meisten kennen mich wahrscheinlich noch. Wer mich nicht kennt, auch im Livestream, ich bin Oliver Ohler. Ich bin seit etwa 10 bis 11 Jahren jetzt in Freiburg aktiv als Pastor und seit September letzten Jahres umgestiegen in Gemeindegründungsarbeit in Freiburg, die sogenannte City Church Freiburg, wie du es schon gesagt hast. Und es ist sehr spannend, herausfordernd und wir beschäftigen uns mit verschiedenen Themen. Und das ist einer dieser Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Worte haben Macht. Wer hat es schon mal gehört, diese Aussage? Ja, ich denke die meisten, wahrscheinlich alle. Irgendwo hat man es schon mal gehört, zum Beispiel heute Morgen. Also haben wir es eigentlich alle schon gehört. Ich mache heute Morgen einige Worte und ich hoffe, dass es gute Worte sind, dass es Worte sind, die uns voranbringen, die uns weiterbringen. Über die Macht der Worte beschäftigen sich nicht nur wir als Menschen, die fragen, was Gott denn mit Worte vorhat durch uns, sondern beschäftigt sich auch die Wissenschaft. Und ich habe einen Zeitungsartikel gefunden in der Zeitung Die Zeit. Und die Zeit schreibt, dass Worte unser Denken und Handeln prägen und dass wir uns tatsächlich schon mit unserer Muttersprache bestimmte Denkmuster aneignen, die unser Leben auf überraschende Weise beeinflussen. Also wie ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wieso überraschend? Ich meine, für mich ist es irgendwie selbstverständlich, dass was wir in früher Kindheit hören, das macht was mit uns, das prägt uns und das macht uns jetzt nur horizontal gesehen in diese Welt hinein, das macht uns zu den Menschen, die wir dann sind. Wer mich kennt, weiß, dass ich das, was wir hier sind, auch hier in Ehringen, dass ich das als Familie definiere. Dass wir als Familie, als geistliche Familie unterwegs sind. Als Menschen, die als Brüder und Schwestern unterwegs sind, wovon Gott der Vater ist. Er ist derjenige, um den es in allem, was wir überlegen, letztendlich ja geht. Dieser Gott, der Vater ist von uns als Familie. Wir sind gemeinsam unterwegs und haben letztendlich auch einen gemeinsamen Fokus. Und zwar dieser eine Fokus, diese eine Hoffnung, dieses eine Ziel ist Jesus Christus. Diese Familie soll letztendlich Jesus Christus verkörpern hier in dieser Welt, solange wir hier auf dieser Erde sind. Deshalb ist es immer wieder wichtig zu überlegen, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander unterwegs sind. Deshalb kommen wir um dieses Thema Worte und Worte haben Macht einfach überhaupt nicht drumherum. Wir müssen uns mit diesem Thema beschäftigen. Wir suchen uns ja uns gegenseitig nicht aus. Wir sagen nicht, du darfst zur geistlichen Familie gehören, du nicht, sondern Gott fügt hinzu und wir müssen damit klarkommen. Wir sind zusammengestellt als diese Familie. Deshalb ist es so wichtig, uns Gedanken zu machen über das Thema Familie. Gott selbst stellt uns zusammen, zum Beispiel eben auch heute Morgen hier in Ehringen. Und außerdem gehe ich auch einfach mal davon aus, dass ihr heute bestimmte Worte gefolgt seid. Ihr seid bestimmten Worten gefolgt, hierher zu kommen. Ob das Worte waren, die in eurem Infobrief waren, ob das Worte sind, oder Worte waren, die ihr ausgesprochen bekommen habt von jemandem, der euch eingeladen habt, oder ob das eine E-Mail war im Newsletter. Ihr seid Worte gefolgt, sonst wüsstet ihr nicht, dass es heute Morgen stattfindet hier. Also Worte haben Macht, und zwar so große Macht, dass ihr heute hergekommen seid. Herzlichen Glückwunsch. Also, lasst uns dieses wichtige Thema einfach mal anschauen und einsteigen. Und natürlich ist es gut, wenn wir Gottes Wort selbst dazu fragen, was er mit Worten eigentlich anfangen möchte, was dort zu der Macht der Worte eigentlich steht. Und tatsächlich hat sich ein Jünger ganz besonders mit der Macht der Worte auseinandergesetzt. Weiß es jemand zufällig? Ich habe es gehört, nochmal lauter. Jakobus, genau. Jakobus war dieser Jünger und tatsächlich können wir von ihm ganz, ganz schön viel lernen. Eine Warnung zuvor, bevor ich den Text vorlese. Wenn wir das gleich lesen, wird uns alles um die Ohren fliegen, was wir uns vorstellen können. Er nimmt nämlich kein Blatt vor den Mund.
Er ist nicht brav und formuliert es schön fein, säuberlich und nett, sondern er geht richtig mit harten Worten ins Gericht mit der Macht der Worte. Aber wir wollen es als Verständnishilfe nutzen. Wir wollen es als Mahnungen hören für uns als Familie und auch als Unterstützung für uns, unser Menschsein als Familie Gottes hier auf der Erde. Ich glaube nämlich, dann wird es ein riesiger Segen für uns, wenn wir das gleich uns anhören und anschauen. Übrigens, mit Worte nutzt Jakobus ein anderes Wort, anstatt Worte nutzt er das Wort Zunge. Ja? Steigen wir ein, ich habe euch die Stelle nicht schriftlich mitgebracht, sondern ich habe euch die Stelle in Bildern mitgebracht. Wer es mitlesen möchte, kann gerne aufschlagen in Jakobus 3, Vers 4 bis 12. Ansonsten müsst ihr halt die Bilder auf euch wirken lassen. Und zwar schreibt Jakobus dort, denkt an ein Schiff. So groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten. Denn der Steuermann letztendlich bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Die Zunge, sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es dann beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist mehr als alle anderen Teile des Körpers ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand. Und zwar mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt den Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische, sie alle hat der Mensch gebändigt. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den Herrn, der unser Herr ist und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir, manchmal auch digital, Menschen, die das Ebenbild Gottes, als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommt Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, meine Geschwister? Natürlich nicht. So wenig, wie aus einer salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt. So, das ist der Text zur Macht der Worte. Was für ein Bildermeer, oder? Ganz viele Bilder, ich habe nicht mal ganz alle draufgekriegt jetzt auf die Folie. Jakobus schreibt hier an Menschen, die schon an Jesus glauben. Also letztendlich können wir sagen, er schreibt es auch für uns heute. Menschen, die schon irgendwie mit Jesus in Kontakt gekommen sind, vielleicht suchst du gerade nach Glauben und Hoffnung, vielleicht bist du schon mit Jesus unterwegs. Wir wollen das heute anschauen als Menschen, die schon mit Jesus unterwegs sind und was das dann letztendlich für uns bedeuten kann. Was denkt ihr jetzt über diese Zunge, über die Macht der Worte? Haben Worte Macht? Letztendlich ist es fast wie ein Höllenfeuer, beschreibt es Jakobus. Ich glaube, wir alle haben schon erlebt, ich weiß nicht, ich glaube, wir alle haben schon erlebt, wie viel Gewicht Worte haben können in unserem Leben. Sowohl für den, der sie ausspricht, als auch für den, der sie hört.
Worte haben Macht, Vertrauen aufzubauen. Worte haben Macht, Mut zu machen, Menschen zu ermutigen. Sie haben Macht, Beziehungen zu heilen. Aber sie können auch Freundschaften zerstören. Sie können Kollegen klein machen. Sie können Zweifel und Unsicherheit schüren. Und sie können sogar Beziehungen und sogar den ganzen Menschen letztendlich zerstören. Wir müssen uns bewusst machen, was unser Mund über unser Smartphone, was unsere Tastaturen, was wir darüber kommunizieren, was für eine Macht damit mitschwingt. Denn unsere Worte haben Folgen. Wir haben es vorher schon gehört. Unsere Worte haben Folgen. Erst einmal können wir feststellen, unsere Worte, das, was wir sagen, ist wie ein Spiegel. Ein Spiegel für uns. Was meine ich mit Spiegel? Das, was wir sagen, spiegelt letztendlich unser Herz und bringt das ans Licht, was in unserem Herzen drinsteckt. Das schauen wir uns nachher gleich nochmal detaillierter an. Es offenbart den wahren Charakter von unserem Herzen, was da drin steckt. Das Herz ist ja der Sitz unseres Denkens, also nicht die Pumpe hier drinnen, sondern das Herz, meint die Bibel, der Sitz unseres Denkens, der Ort, der uns zu dem macht, der wir sind letztendlich, der unseren Willen erschafft. Unser Herz beeinflussen letztendlich unsere Worte, unsere Gedanken und letztendlich auch unsere Taten. Und Jakobus ist in der Bibel wohl derjenige, der sich am stärksten damit beschäftigt hat, was unser Reden bewirken kann und welche Verantwortung wir als Menschen letztendlich haben in dem Bereich. Gerade wenn wir Gott suchen und Jesus nachfolgen. Und deshalb gibt es bereits am Anfang von seinem Brief hier im Jakobusbrief einen sehr guten Tipp von ihm, den er uns mit auf den Weg geben möchte. Er schreibt dort nämlich in Jakobus 1, Vers 19, denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Warum? Weil er weiß, das, was ausgesprochen ist, du hast gesagt, kann man nicht mehr zurücknehmen. Das ist im Raum und manchmal auch im Herzen. Und hat vielleicht schon hoffentlich Segen gebracht, aber meistens wahrscheinlich auch Schaden gebracht. Ich möchte euch aber erst einmal ganz direkt fragen, gebt ihr Jakobus recht? Sagt ihr, ja, ich weiß, was er meint. Hat er recht, was er über die Macht der Zunge gesagt hat? Ein bekannter Theologe, mit dem habe ich mich im Studium auch mehrfach beschäftigt, war Adolf Schlatter im letzten Jahrhundert. Der hat das ebenfalls bestätigt, was Jakobus schreibt. Und er schreibt in seinem Kommentar, suchen wir bei irgendeinem zerrütteten und verdorbenen Lebenslauf den Anfang und den Grund des Elends. Immer sind Worte dabei im Spiel, die den Anstoß gaben. Und jetzt schaut mal in euer eigenes Leben hinein und überlegt, ob es da einmal emotionale Erdbeben gegeben hat. Tiefe Verletzungen, tiefe Sachen, die dich bis heute vielleicht beeinflussen. Und wenn ja, stellt euch mal die Frage, ob es da einen Zusammenhang gab, was zu dir gesagt wurde. Was denkt ihr? Worte haben Macht. Das mit der Zunge ist nicht so einfach, oder? Jakobus ist da knallhart und ich bin ihm dankbar dafür, dass er es so knallhart angesprochen hat. Und das Urteil ist ebenfalls gnadenlos und bringt es letztendlich auf den Punkt. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, wie ist es bei dir und wie ist es bei mir? Ganz persönlich. Wie ist das bei uns hier als Liebenzeller Familie hier in Ihringen? Wir reden hier eben auch mit Worten. Wir haben wenig andere Möglichkeiten. Laut Jakobus kann dieses Organ von uns nicht gebändigt werden und läuft immer in der Gefahr, aus dem Ruder zu laufen. Ich sage nicht, dass sie nichts auch Gutes bringen kann und ich hoffe, dass es immer mehr Gutes wie Schlechtes bringt, aber sie wird immer und immer wieder großes Unheil anrichten, auch unter uns Christen.
und in unserer Welt eh. Wir können jetzt gerade wieder in die Nachrichten ranschauen, was in Israel abgeht. Das hat alles mal mit Worten angefangen. Und Taten sind gefolgt. Aber gleichzeitig sagt Jakobus, dass das nicht so laufen soll bei uns. Also Gott sei Dank sagt er am Schluss auch, ja, das stimmt schon, die Zunge ist wirklich gefährlich, fast wie Gift, aber es soll unter uns anders sein. Also muss es da doch eine Lösung geben dafür. Er beschreibt es mit diesem Bild der Quelle. Denn eine Quelle kann nicht Süßwasser und Salzwasser gleichzeitig ausspucken, das funktioniert nicht. Wenn wir uns immer wieder bewusst machen, welche Macht Worte haben, können wir uns immer wieder auch aktiv diesem Kampf stellen und sagen, okay, nein, ich weiß das, dass die Worte Macht haben, aber ich möchte schauen, wie diese Macht positive Auswirkungen auf mein Umfeld haben kann. Denn das Gute ist, für uns hier, Gott ist in dieser Frage genauso für uns wie in allen anderen Fragen auch. Gott ist für uns. Ist es nicht vielleicht sogar möglich, unseren Mund zu steuern, unsere Zunge? Und zwar so, dass das, was wir sagen, eben nicht zerstört. Können wir uns vielleicht doch dazu entscheiden, jetzt das Gute zu sagen? Jesus selbst gibt uns die Antwort auf diese Frage. Ich versuche immer wieder zu schauen, was sagt eigentlich Jesus persönlich dazu? Weil ich glaube, er ist der Spiegel von Gott. Und er kann uns den Gottesblick dazu geben. Denn es geht eigentlich gar nicht darum, einfach das zu verhindern, was man eigentlich gerade sagen will. Wenn du sagst, ich habe gerade einen schlechten Gedanken, den will ich gerade aussprechen. Nein, ich sage es nicht. Aber du hast es schon gedacht. Also ist der Gedanke da. Also ist da etwas schräg in uns, in dir, in mir. Es geht nicht darum, einfach nur das zu verhindern, was man gerade sagen will. Es geht noch um viel mehr. Denn der Mund ist, ich habe es schon gesagt, nur der Spiegel von etwas anderem. Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 34b, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Also wo ist das Problem? Ist der Mund das Problem? Ist die Zunge das Problem? Nein. Neue Genfer Übersetzung übersetzt es ein bisschen anders, denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Egal, ob wir mit unserer Familie sprechen, ob wir Textnachrichten an Freunde verschicken oder die stillen Gedanken, die wir über uns selbst haben oder über andere haben, sie alle haben Gewicht. Jedes Wort, das wir sagen, denken oder in irgendeiner Form bringen, zeigt, was letztendlich in unserem Herzen los ist, was mit uns los ist. Es ist nur der Spiegel von etwas anderem. Und die Frage ist, was kommt raus dann? Zerstören oder heilen? Das Ergebnis kommt aus der wichtigsten Entscheidung unseres Lebens heraus. Und zwar der Entscheidung, wer darf mein und dein Herz prägen? Wer darf unser Herz wirklich prägen? Jesus sagt dazu, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Deshalb können wir sagen, der Mund bringt nur das hervor, was uns eh schon ausmacht, was eh schon Teil unseres Lebens ist, Teil von unserem Innersten, Teil von unserem Herzen. Es ist nur dieser Spiegel. Ich wollte eigentlich meinen Spiegel zu Hause mitnehmen, jetzt habe ich den in der Hektik vergessen, dann hätte ich den mal ins Publikum, in die Kamera reingehalten. Die Kamera bringt nicht so viel, da sieht man sich nicht dann selbst, aber einfach um das zu symbolisieren, es ist nur der Spiegel. Und die Frage, die wir uns stellen können, und zwar immer wieder ist, mit was füttern wir unser Herz? Was ist dein und mein Fokus? Wem oder was räumen wir die meiste Zeit in unserem Leben ein, das uns prägen darf, wenn es um unser Herz geht? Mit was füllen wir es?
beziehungsweise wer darf es ab jetzt und in Zukunft befüllen, bearbeiten, beeinflussen oder auch prägen? Das ist übrigens eine tägliche Entscheidung. Eine tägliche Entscheidung zu sagen, nein, ich möchte die Beeinflussung meines Herzens mehr Gott anvertrauen wie mir selbst oder den Medien oder Netflix oder wem auch immer. Und das ist auch mein Ding, ja, Netflix, hei, hei, hei. Wer darf mein Herz prägen? Es gibt diesen Kampf in uns, tagtäglich. Und den muss jeder von uns kämpfen. Und ich möchte es an uns heute adressieren, denn ich glaube, dieser Kampf zu kämpfen lohnt sich immens. Ich glaube, der lohnt sich immer. Lass uns um unsere Familie willen, die wir hier haben in Ehringen oder in Freiburg oder einfach die weltweite Familie, die wir haben, lass uns darum ringen, dass etwas passiert mit unserem Herzen, das unsere Zunge segnen kann. Es lohnt sich. Übrigens ist dieser Kampf in unserem Herzen, oder besser gesagt, dieser Kampf um unser Herz, ja eigentlich schon längst gewonnen. Also wir müssen unser Herz nicht mehr selbst erobern. Dieser Kampf hat Jesus für uns bereits gekämpft und am Kreuz von Golgatha gewonnen. Das ist die gute Nachricht heute Morgen, die immer wieder auch hoffentlich hier morgens am Sonntag euch zugesprochen wird. Der Kampf um das Herz ist eigentlich schon längst gewonnen. Und unser Kampf heute ist der, ob dieser Sieg von Jesus, ob wir diesen Sieg für uns auch heute wieder in Anspruch nehmen. Das ist der einzige Kampf, den wir zu kämpfen haben. Nicht den großen, den schaffen wir eh nie. Aber wir dürfen in uns kämpfen und sagen, nein, ich gebe Jesus Recht und nicht mir. Ich gebe Jesus Recht und nicht den Lügen, die gerade versuchen, mich wieder neu falsch zu prägen. Er hat eine Kraft, dieser Gott, die alles verändern wird. Und durch Jesus dürfen wir lernen, aus einem von Gott veränderten Herzen herauszuleben. Das wird sich auf alles auswirken, auf alle Bereiche, wie wir miteinander umgehen, wie wir reden, wie wir über uns selbst denken auch und wie wir über uns selbst reden, wie wir über unser Umfeld reden, über Arbeitskollegen und wie wir dann gemeinsam auf Gott schauen. Das ist nämlich die letztendliche Konsequenz, wenn wir verstanden haben, dieser Jesus, den wir gemeinsam in unserem Herzen haben, fokussiert uns auf den Vater. Am Ende gilt, wir haben einen Adressaten, der unser Herz und dadurch unser Reden verändern kann. Und das ist Gott selber. Schon im Psalm 19, im Alten Testament hat es David schon verstanden gehabt. Er sagt im Psalm 19, Vers 14, lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. David hat schon so etwas gespürt, das ist eigentlich entscheidend, das ist eigentlich wichtig, aber es kostet so, so viel Kraft. Aber was für eine Erkenntnis damals schon, ohne die Hilfe von Jesus Christus, aber ein Vorgeschmack und dem Hoffen, dass es irgendwann in Erfüllung geht. Und so entscheidend für unser Familienleben letztendlich. Wir werden Fehler machen, natürlich. Wir werden immer wieder an unsere Grenzen kommen. Wir lernen miteinander und aneinander. Warum ich das weiß? Weil es sogar den Menschen, die damals so eng mit Jesus unterwegs waren, seine engsten Freunde, selbst die hatten Probleme, das zu verstehen, obwohl sie direkt Jesus an ihrer Seite hatten. In Matthäus beschreibt Jesus die Situation. Er geht ins Gespräch mit seinen Jüngern in Matthäus 15, ab Vers 16 und er sagt, habt auch ihr noch immer nicht begriffen, was aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen und diese Dinge sind es, die den Menschen unrein machen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Das ist es, was den Menschen in Gottes Augen unrein macht. Jesus sagt es damals, weil die anderen, die Schriftgelehrten darauf geachtet haben, dass man sich äußerlich reinigt. Und Jesus sagt aber, das, was in den Körper hineingeht oder was man isst, das macht den Körper nicht unrein, aber das, was rauskommt.
Und Jesus bezieht sich hier auf das Herz und zeigt auf, was Sünde mit unserem Herzen macht. Er möchte, dass wir das begreifen, dass wir verstehen, dass wir den Ort erstmal kennen müssen, wo das wirklich Unreine herkommt, damit es verändert werden kann. Denn er will uns helfen, das alles zu überwinden. Wie können wir uns dann jetzt so gegenseitig vielleicht auch lernen zu spiegeln, ohne dass man wieder in diese Falle tappt, den anderen ja, zu verletzen und zu zerstören? Und dass wir einfach anfangen zu merken, oh, es geht ja darum, dass unser Herz sich verändert. Jakobus gibt uns auch auf diesem Weg eine Hilfe. Er schreibt in Jakobus 1, Vers 26, wenn jemand sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht im Zaum halten kann, dann betrügt er sich selbst und seine Frömmigkeit ist nichts wert. Wieder so ein knallharter Text von Jakobus und das tut richtig weh, wenn man das liest. Ja, wenn man sagt, oh, ich bin der, ja, wie sagt man immer so, ich bin der demütigste Mensch der Welt. Das glaubt doch niemandem einem, das kauft doch niemandem einem ab, ja. Wenn wir unsere Zunge nicht im Zaum halten können, dann wissen wir schon, da stimmt etwas in uns nicht. Wir belügen uns selbst und wir müssen wieder zurück an die Quelle, wieder zurück an den Anfang, zurück zu Jesus. Und genau deshalb führt uns diese Stelle immer wieder zum Kreuz. Immer wieder dorthin, an dem Jesus für alles, was wir nicht schaffen und wo wir schuldig geworden sind, sein eigenes Leben geopfert hat. Wenn wir das verstehen, dass wir aus Gnade heraus leben, dass wir zwar Fehler machen können, aber lernen dürfen, unsere Zunge von ihm prägen zu lassen, dann sind wir auf Kurs. Jeder von uns ist an einem anderen Punkt auf diesem Weg. Das Entscheidende ist, dass wir gemeinsam in dieselbe Richtung gehen. Er hat am Kreuz die Verbindung von uns zu Gott wiederhergestellt. Und jetzt können wir unser Herz wieder von Gott verändern lassen. Das war die Sehnsucht von David damals. Wir haben die Chance dazu, das täglich zu tun. Und das ist ein Lernen. Und ich glaube, dazu brauchen wir uns gegenseitig, nicht jeder für sich nur. Deshalb sind wir Kinder Gottes, seine Familie. Wir dürfen von Gott, dem Vater, lernen. Wir dürfen hinfallen, wir dürfen aufstehen, Krone richten, weitergehen. Wir dürfen einfach mit Gott auf diesem Weg, in diesem Lernen unterwegs sein. Und als Familie Gottes haben wir das Vorrecht, das gemeinsam zu tun. Immer wieder befragen, was richtig und wahr ist, weil wir überall mit Gott reden können. Egal, wo wir sind, egal, wo wir stehen, egal, mit wem wir unterwegs sind. Gott möchte uns durch Jesus Christus ein lebendiges Herz geben. Kein versteinertes Herz, das nicht veränderbar ist, sondern ein fleischernes Herz, das er neu formen kann. Und Gott möchte uns durch Jesus Christus auf diesem Weg führen. Und wir dürfen es annehmen. Die Bibel spricht hier von neu geboren werden. Sage einfach zu Jesus immer wieder, hier bin ich, ich brauche dich, Jesus. Ich merke, ich bin wieder auf dem Punkt und ich habe mein Herz wieder nicht unter Kontrolle. Bitte bändige du es, weil ich kann es nicht. Denn ich kann mein Herz nicht verändern, aber du kannst es und du wirst es tun, weil du großartig bist, weil du der Herr bist, weil du der Sieger bist. Gott befähigt uns dadurch immer wieder neu zu erleben, wie das Herz Dinge tut, die gut sind. Dinge tut, die andere Menschen segnet. Auch wenn wir immer wieder feststellen, dass dieses Zerstörerische, was Jesus mit Sünde bezeichnet, mit Zielverfehlung bezeichnet, immer wieder auftauchen möchte, immer wieder die Oberhand gewinnen möchte. Und ich möchte euch fragen heute Morgen, darf Gott unser Herz neu formen? Heute Morgen. Sind wir bereit, uns immer wieder Zeit für ihn zu nehmen, damit er uns mit seinem guten Gedanken befüllen kann? Wir sind nicht alleine. Wir sind nicht alleine in diesem Kampf. Gott ist durch seinen guten Geist bei uns und will uns, ja, will dich durch diesen Geist verändern. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinschaft immer wieder leben, ob hier in Ihringen oder in Freiburg oder wenn wir uns begegnen, dass wir als Gemeinschaft immer wieder erleben, wie unser Herzen überläuft
überläuft von dem, was Gott hineinfüllt. Weil wir es zulassen. Weil wir uns entschieden haben, du darfst es, Jesus. Weil ich es nicht kann, aber mit dir ist alles möglich. Wir haben es schon gehört, ganz am Anfang. Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Und ich wünsche mir, dass unser Herz voll ist von Gottes Idee, vom Menschsein, von Gottes Kraft, von Gottes Wahrheit, von Gottes Liebe, von Gottes Hoffnung für uns. Dass das überläuft. Und die spannende Frage ist jetzt, über was werden wir dann in Zukunft immer mehr reden, wenn das passiert? Und was passiert dann mit uns, mit meinem Nächsten, mit meinem Umfeld? Und dazu möchte ich euch einladen, lasst es uns rausfinden. Lasst es uns rausfinden, wenn das passiert, was es mit unserer Gemeinschaft und mit diesem Ort hier in Ehringen machen wird. Ich habe euch noch ein paar Fragen mitgebracht, wo ihr jetzt vielleicht kurz für euch mitnehmen könnt, vielleicht kurz abfotografiert, in euren Hauskreisen, in eurer Zweierschaften, in euren Familien vielleicht, einfach mal vertiefen könnt und sagen könnt, hey, ich möchte eigentlich wissen, wie können wir das gemeinsam tun, als Gemeinde, als Familie Gottes, als Menschen, die Gott schon längst freigemacht hat durch Jesus Christus. Und ich wünsche euch da reichen Segen von oben und tolle Erlebnisse in der Umsetzung damit. Denn ihr habt alle Kraft, nicht durch euch, sondern durch Christus. Amen.